Gestern hat es ganz schön gerappelt an den Märkten und jetzt sind eben diese Märkte in einer etwas merkwürdigen Lage. Guckt man auf die Geschichte, dann wäre sogar ein Allzeithoch nochmal drin bei den US-Indizes speziell. Aber guckt man auf die Geschichte, dann könnte sogar auch wie etwa im Jahr 2007 folgende ein Crash kommen. Irgendwo dazwischen sind wir gerade und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Gestern ja diese Turbulenzen. Nennen wir es mal so, mit US-Indizes, die 3% durchschnittlich verloren haben, nach schwachen Daten aus Deutschland, aus China. Dann die Invertierung der Zinskurve zwischen der 2- und der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Wir haben auch bei den britischen Anleihen eine solche Entwicklung gesehen. Und das hat die Rezessionsängste so massiv befeuert, dass wir dann einen Kursrutsch gesehen haben. Warum ist das so? Warum achtet man auf diese Zinskurven? Normalerweise ist es ja so, wenn eine Anleihe eine kurze Laufzeit hat, etwa 3 Monate, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass in diesen 3 Monaten irgendwelche Risiken sich materialisieren, geringer, als wenn ich eine Anleihe habe, die eine zehnjährige Laufzeit hat. In 10 Jahren kann einfach mehr passieren, theoretisch, als in 3 Monaten. Deswegen sind normalerweise die länger laufenden Anleihen mit höheren Risikoprämien versehen, der Rendite. Die Rendite ist also höher bei diesen Anleihen, weil schlichtweg der Zeitraum länger ist, in dem etwas schiefgehen kann, möglicherweise der Staat, dem ich das Geld leihe, das Geld eben nicht zurückzahlen kann, wie auch immer. Jetzt haben wir aber die Situation, dass die kürzer laufenden Staatsanleihen höher rentieren als die länger laufenden. Warum ist das so, speziell ist in den USA? Weil man eben damit rechnet, dass ein Zinssenkungszyklus kommt, die Notenbank also Stück für Stück die Zinsen senken wird. Und das ist im Bereich kürzer laufender Anleihen, die das dann gar nicht mehr erleben, bis die Fed vielleicht irgendwann bei Nullzinsen dann ist, von jetzt 2%. Weniger wichtig als eben für länger laufende Anleihen. Das heißt, die länger laufenden Anleihen preisen diesen Mechanismus, diese Erwartungen stärker ein. Warum ist das jetzt ein Rezessionssignal? Schlichtweg deshalb, weil die Banken sich am Geldmarkt kurzfristig Geld besorgen, ist aber oft langfristig verleihen. Wenn jetzt aber die Geldvergabe, die Kreditaufnahme, die die Banken selber am Geldmarkt tätigen, immer teurer wird, weil die kurzlaufenden Renditen relativ stark oder weniger stark gefallen als die länger laufenden Kredite, dann hat man ein sogenanntes Problem mit der Fristentransformation. Es lohnt sich also nicht mehr so wirklich für die Banken Kredite zu vergeben, also tun sie es auch weniger. Wenn die Banken weniger Kredite vergeben, dann gibt es weniger Investitionen, dann wird weniger konsumiert und dann tritt eben eine Rezession ein. Das ist schlicht der Mechanismus, warum die Investoren auf diese Zinskurven so stark achten, weil sie eben diese Mechanismen mitdenken im Hinterkopf. Wir haben heute jetzt wieder, und das ist eine zentrale Entwicklung, ein neues Allzeittief gesehen bei der Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe. Erstmals unter die Marke von 2% gefallen, gestern ja schon ein neues Allzeittief. Jetzt gibt es diese 30-jährige Anleihe. Das ist die längste Laufzeit, die die Amerikaner anbieten. Man hat ja auch mal überlegt, 50 Jahre oder 100-jährige Anleihen auf den Markt zu bringen. Aber das hat noch nicht mal Donald Trump jetzt wirklich vorgeschlagen. Jedenfalls ist das die längste laufende US-Staatsanleihe. Und mit einer langen Geschichte. Und diese Geschichte, die wird jetzt mal eben pulverisiert. Wir leben also durchaus in historischen Zeiten. Das sehen wir auch, wenn wir uns mal die Punkteverluste jetzt das Dow Jones anschauen. Da haben wir gestern mit 800 Punkten den viertgrößten Punkteverlust in seiner ja über 100-jährigen Geschichte jetzt gesehen. Klar, der Index ist sehr stark gestiegen. Insofern ist der Index gestern nur 3% gefallen, aber das sind dann eben jetzt schon 800 Punkte. Und wenn wir uns mal die größten Punkteverluste anschauen, dann sehen wir hier 2018, 2019, 2008, 2008, 2019, 2008, 2018, 2001, 2008. Also da ist das Jahr 2018, 2019 jetzt schon so irgendwie eine Reihe mit dem Jahr 2008, mit dem Jahr 2001, also mit diesen Krisenjahren, die dann zu einem Crash an den Märkten geführt haben. Also der Crash ist auch möglich, wenn sich solche Zahlen jetzt öfter wiederholen. Wir sehen dann, und das nochmal zum Thema Kreditvergabe, wir sehen hier den amerikanischen Bankenindex. Der BKX, ein ETF, das eben die amerikanischen Banken abbildet, jetzt unter diese Unterstützung gefallen. Eben weil das Geschäft der Banken schwieriger wird, weil sich die Kreditvergabe nicht mehr wirklich lohnt, das wird sozusagen in diesen Indizes deutlich wiedergespiegelt. Und wir haben dazu noch ein Problem auch mit der Liquidität. Schauen Sie sich mal hier den Vergleich zwischen August 2018 und August 2019, was Liquidität betrifft in verschiedenen Assetklassen. Wir sehen hier US Equities, das ist das Jahr 2010 bis 2018, hier grau.
der viel kleinere Balken ist das Jahr 2019, August, also ist immer im Vergleich zu August jetzt, wo Liquidität natürlich normalerweise immer auch ein bisschen dünner ist, aber wir sehen, dass vor allem am Aktienmarkt die Liquidität deutlich geringer ist. Etwas höher ist sie am High Yield oder am Investment Bond Markt, aber auch bei Treasuries, also bei US-Staatsanleihen, am Devisenmarkt ist sie geringer, nur am Ölmarkt ist sie derzeit etwas höher. Wir sehen also, wir haben ein Liquiditätsproblem und so fallen wir dann unter gestern gar nicht so hohen Umsätzen dann mal eben 3% aus dem Fenster. Was haben wir noch? Wir haben jetzt die Situation, dass wir negative Renditen haben weltweit, ja, aber das Volumen jetzt fast schon auf 16 Billionen gestiegen ist. Kürzlich waren wir noch bei 15, noch kürzlicher waren wir bei 14 Billionen Dollar an negativen rentierenden Staatsanleihen, die draußen sind. Und ich hatte gestern schon mal diese Statistik gezeigt, Unternehmensanleihen, die negativ rentieren, im Januar noch im Volumen von 20 Milliarden, jetzt sind wir schon bei einer Billionen knapp drüber. Also das geht wahnsinnig schnell, das sind Entwicklungen. Die Frage, ist das eine Blase in den Anleihenmärkten? Klar, das ist sozusagen schon ein bisschen Dotcom-mäßig. Schauen Sie sich mal solche Charts an, schauen Sie sich mal den Chart der 100-jährigen österreichischen Staatsanleihe an. Dagegen ist Bitcoin ein Scheißdreck als parabolischer Chart, um es mal so zu formulieren. Also das sind schon extreme Entwicklungen. Die Anleihenmärkte preisen da etwas Extremes ein. Die Aktienmärkte haben sich lange angeschaut und sich dann gesagt, oh, vielleicht ist ja doch was dran. Und die Aktienmärkte müssen sich jetzt eben die Frage stellen, naja, wenn dieses Szenario kommt mit dieser Rezession, dann wird es für die Unternehmen auch schwieriger, Geld zu verdienen. Ich hatte mehrfach schon gesagt, dass die Earnings Expectations, die Gewinnerwartungen ja schon deutlich nach unten genommen wurden. Was haben wir noch? Wir haben diese Grafik gesehen. Das ist die Kreditvergabe oder die Verschuldung der Amerikaner. Und wir sehen, die hat sich seit der Finanzkrise mal eben verdoppelt und ist jetzt bei 3 Billionen Dollar. In der Finanzkrise waren wir noch bei 1,6 Billionen. Und es sind vor allem Auto- und Studentenkredite, die sich hier massiv erhöht haben. Der Rest ist eigentlich gar nicht so, Kreditkartenschulden ist gar nicht so stark gestiegen. Also es sind bestimmte Bereiche, die hier so stark anziehen. Und das stellt jetzt eben die Frage, was ist, wenn eine Rezession kommt? Die Amerikaner sind massiv verschuldet, die Unternehmen sind massiv verschuldet. Da wird es dann ein bisschen schwieriger eben als früher, diese Geschichte zu lösen. Jetzt gehen dann die Notenbanken all in, machen Quantitative Easing, jetzt für die Fed wieder. Sorgen sie dafür, dass ein neues Allzeithoch kommt, oder haben die Notenbanken die Kontrolle schon verloren? Es kommt zu einem Crash. Irgendwo dazwischen sind wir und die Märkte müssen sich entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Schauen wir uns die Charts an, hier wie immer von Capital.com. Dann sehen wir hier 2854, leichte Erholung jetzt auf Future-Basis an den asiatischen Märkten. Da eigentlich keine wirklich relevanten News heute Nacht. Wir sehen den Tech-Index 7515, also den Nasdaq 100. Wir haben den Dow Jones bei 25.573. Der DAX hat gestern auch ziemlich auf die Mütze bekommen. 11.502 Punkte aktuell. Wir sind gestern getoppt so im Bereich 11.760, 11.770. Wir haben Dollarstärke gesehen. Gestern ins 11.48. Wir sehen, dass Gold sich weiter hält, 1520. Und Crude Oil bei 55.03, belastet durch die Lagerbestände gestern, die überraschenderweise gestiegen waren. Also, es ist jetzt echt eine schwierige Situation. Die Märkte werden volatil bleiben. Wir haben wirklich große Bandbreiten derzeit. Mehr als doppelt so hoch als in der Phase Januar bis Juli, jetzt im August. Da geht was, da ist man nervös, da ist automatisch durch geringere Liquidität und durch das saisonale Muster, das ich öfter schon gezeigt habe, dass der VIX eben, dass die Vola anspringt einfach im August. Das ist ein typisches Muster, das wir immer wieder sehen und das ist jetzt eben derzeit der Fall. Und heute muss der Konter der Bullen kommen, sonst könnte es ein bisschen ungemütlich werden. Auch an der Wall Street, die dann möglicherweise Neubewertungen in ihrer Frage vornehmen muss, ob Aktien eigentlich zu teuer sind oder vielleicht doch nicht. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Donnerstag, meine Damen und Herren, sage Servus und Ciao.